Holy shit, ich habe letztens fast 5 Tage am Stück nicht geschlafen. Das war eine so verrückte Erfahrung, dass ich dachte, dass ich dazu einen Erfahrungsbericht machen muss. Habe ich etwa Meth geraucht? Nein, das Ganze war tatsächlich nicht drogenbedingt, sondern psychisch. Ich bin gerade von einer neuen Situation in meinem Leben äußerst überfordert. Die Situation lässt mein Gehirn häufig nicht zur Ruhe kommen, weshalb es dann teilweise wirklich unmöglich ist zu schlafen. Das war auch einer der Gründe, warum der Content gerade etwas langsamer kommt. Ich hatte ja schon mal so ein bisschen Schlafprobleme, nachdem ich mich von meiner ersten Ex getrennt habe. Da habe ich dann nur 4 bis 5 Stunden geschlafen, aber ich wurde dann auch zwischenzeitlich tagsüber müde. Dieses Mal war mein Mind wirklich so beschäftigt, dass ich mich wirklich 0,0 müde gefühlt habe, auch als ich schon mehrere Tage wach war. Ich war wirklich wacher, als wie wenn ich was genommen habe. Ich habe damals für diesen Channel eine Wachbleib-Challenge gemacht und da wurde ich schon nach 24 Stunden ultra müde. Hier waren selbst nach 48 Stunden meine Augen sperrangelweit auf. Die Leute haben es mir natürlich angemerkt und dachten alle, dass ich auf Drogen bin, weil ich fertig aussah. Irgendwann war es so, dass ich zwar noch krass wach war, aber mein Gehirn so einige Ausfälle hatte. Hier ein paar Trip-Aufnahmen. Jo, ich habe jetzt auf jeden Fall circa 4 Tage fast gar nicht geschlafen, wirklich wahrscheinlich so manchmal so gedöst und so wirklich Schlaf, so dass ich wirklich geschlafen habe, vielleicht so 2 Stunden. Ich komme mir so vor, ja, als hätte ich eigentlich keine Probleme so. Aber das Krasse ist so, ich merke es dann immer wieder zwischendurch, also mein Gehirn funktioniert nicht gescheit. Aber es fühlt sich nicht so an, als würde mein Gehirn nicht gescheit funktionieren. Plötzlich, mir fällt es halt nur dann daran auf, dass ich plötzlich irgendwas vergesse, was ich, mitten im Satz vergesse ich, was ich sagen wollte. Zum Beispiel, ich habe vorher mein Kabel in meinen Rucksack getan und es war wirklich 1 Minute später und ich wusste es nicht mehr. Und ich habe vorher mit einer Freundin telefoniert und ich habe sie gefragt, was sie morgen macht. Und sie hat es mir gesagt und 1 Minute später wusste ich es nicht mehr. Und ich frage mich auch, wie es in so einer Situation, ob das in so einer Situation ratsam wäre, jetzt irgendwas zu nehmen, wo ich dann irgendwie so ein bisschen leichter einschlafen kann. Dass mein Mind irgendwie so ein bisschen runterfährt. So. Aber das Ding ist, ich habe eine Regel, dass ich keine Drogen nehme, wenn es mir nicht gut geht. Und ich weiß nicht so, und ich weiß jetzt gerade nicht, ob das eine Ausnahmesituation ist. Ach ja, warum ich in der Wohnung eine dicke Jacke anhabe, bei so Schlafmangel ist einem die ganze Zeit kalt. Jeder von euch hatte schon mal Schlafmangel, man ist die ganze Zeit ultra gereizt, man hat nicht so gute Stimmung, man schafft nicht mehr so viel, man ist nicht mehr so viel motiviert. Man fühlt sich ja manchmal wie so eine Art Teufelskreis, weil man hat den Schlafmangel wegen der Psyche. Und die Psyche wird dann immer schlimmer, nochmal wegen dem Schlafmangel und dann kann man nochmal mehr nicht schlafen. Ich habe auch Bücher gelesen wie Why We Sleep und in diesem Buch wird eigentlich fast durchgehend erklärt, wie wichtig Schlaf ist und wie schlecht es ist, Schlafmangel zu haben. Und das stresst einen dann noch mehr, weil man sich denkt, scheiße, das ist so ungesund, ich will schlafen, aber ich kann nicht. Immer noch am Wach sein, die ganze Zeit im Bett liegen und versuchen zu schlafen, aber es klappt nicht. Wenn ich eine Meditation anmache, das ist dann am ersten, wo es so ein bisschen, wo ich dann vielleicht so kurz 5 Minuten weg bin. So, immer noch nicht geschlafen in letzter Zeit. Ich werde mich jetzt gleich nochmal versuchen hinzulegen, aber ich habe immer so vorher auf Instagram geteilt, dass ich nicht schlafen kann. Ich fand es krass, wie viele Rückmeldungen ich da bekomme. Fand ich irgendwie schon, wie viele Leute da so quasi interessiert waren. Aber eine Sache, die mir ein bisschen so nervt, immer wenn man sagt, so ja, man hat entlang nicht geschlafen, dann kommen so Leute und sagen, hey, du musst schlafen, leg ich hin, schlaf doch. Und so, ah, okay, danke für den Tipp. Ach so, ich wusste es nicht, dass ich schlafen muss. Und dann noch immer so diese, blaues Licht, wie hast du schon mal versucht, dir blaues Licht vorm Einschlafen zu vermeiden? Ah, danke. Ah, daran liegt's, dass ich wegen blauem Licht bin ich 5 Tage nicht wach bin ich jetzt 5 Tage wach geblieben. Ja, klar, deswegen. Nee, ist ja lieb gemeint von den Leuten, aber natürlich versuche ich mir bei meinen Schlafproblemen dann auch irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel reinzufahren wie Deep Sleep. Aber ein bisschen ruhiger und entspannter macht mich das, aber es ist nicht stark genug, dass es mich über die Schwelle treibt, dass ich dann wirklich einschlafen kann. Habe ich in den 5 Nächten wirklich 0,0 geschlafen?
Ich habe teilweise versucht, mich hinzulegen und habe die Augen zugemacht, aber mein Gehirn war da meist zu 100% aktiv. Insgesamt habe ich in den 5 Tagen so maximal 6 Stunden geschlafen. Hier meine Schlaf-App hat da teils ein paar mehr Stunden aufgezeichnet, weil die ja keinen Unterschied erkennt zwischen wirklich schlafen und einfach nur die Augen zu haben und versuchen zu schlafen. Okay, ganz ohne Drogen war das Ganze auch nicht. An den letzten 2 Tagen von den 5 Tagen habe ich ein bisschen 2CB und Ketamin genommen, weil ich da auf Partys war und es da so oder so genommen hätte. An den anderen Tagen war es wirklich sehr schwer für mich nichts zu nehmen, weil ich hatte da schon teilweise so Gedanken wie, fuck, so eine kleine Benzo oder so, ein bisschen Opiate und ich könnte einfach wegpennen und alles wäre wieder entspannt. Aber man muss gerade in solchen Situationen hart bleiben. So, das ist der Unterschied zwischen den Leuten, die abhängig werden und die nicht abhängig werden. Ich habe dann auch so mit Leuten geredet, die schon eine Psychose hatten. Und vor der Psychose war halt immer so eine Phase, wo sie so 3 Tage am Stück wach waren. Und ja, da bin ich stolz, dass mein Körper das scheinbar ganz gut weggesteckt hat. Ich habe keine Psychose bekommen. Yes! Es war dann richtig gut, am Tag 5 dann nach der einen Party endlich einschlafen zu können. So, ich hoffe, ich schaffe es diesmal vielleicht ein bisschen durchzuschlafen. Ihr werdet gleich sehen, wie es lief. Bitte, bitte, lass es mehr als eine Stunde sein. Fuck, ich hätte jetzt durchgeschlafen. Ein bisschen mehr, aber dann ruft mich ein Homie an. Das gibt's ja nicht. Warum habe ich mein Handy nicht auf fucking lautlos? Jetzt bin ich wach und jetzt kann ich nicht mehr einschlafen. Verfickte Scheiße. Danach konnte ich dann zum Glück noch ein bisschen weiter pennen und die nächsten Tage habe ich dann auch überdurchschnittlich viel geschlafen. Das Ganze mit den Schlafproblemen hat sich noch nicht zu 100% gelöst. Es ist jetzt 10.16 Uhr in der Früh und ich war noch nicht pennen. Also falls ich in diesem Video nicht so übel sexy aussehe, das ist der Grund. Ich war in den letzten 2 bis 3 Wochen einfach so nicht ich selbst und ich muss mich gerade wiederfinden. Sorry, dass ich euch in letzter Zeit nicht so gut mit Videos versorgen konnte. Bald kommt ein Video, wo ich schaue, ob ich eine MPU bestehe. Was waren so eure krassen Erfahrungen mit Schlafproblemen? Schreibt mir auch gerne auf Insta, falls ihr auch Wachbleiber oder Nachtmenschen seid. Vielleicht wisst ihr ja irgendwelche coolen Aktivitäten, die man da machen kann. Zum Schluss noch einen kleinen Shoutout an meinen Discord-Server. Das ist ein guter Ort, wenn ihr euch mit Open-Minded People in einem Gespräch austauschen wollt.